Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Mal eine andere Betonung, denn das Ding ist ein bisschen ernst. Ich habe euch schon im Q&A angeteasert, dass es auch auf Instagram, dass es News geben wird, was uns betrifft, also Patrick und mich. Und ja, das können wir euch jetzt endlich erzählen. Wir konnten es nicht vorher machen, weil das immer so eine Sache ist mit der Presse und mit den Vereinen und den Fans. Denn ja, Thema Verein, es dreht sich mehr um Patrick. Denn seine 2 Jahre bei dem Verein Roda sind um. Und es steht ein sehr großer Umbruch vor der Tür, ein sehr wichtiger für Patrick. Und ja, das wollte ich euch nur kurz mitteilen. Heißt, Patrick wird jetzt zum sofortigen Zeitpunkt, jetzt wenn das Video hochgeladen ist, ist es dann, boah, donnert das draußen, boah, ist es dann schon soweit geschehen, es wurde veröffentlicht, Patrick wechselt ist sofort zum Erstligisten Schweiz Servette Genf gewechselt. Das heißt, es war ein riesen Karrierentransfer für ihn, für seine Berater. Ein sehr wichtiger Schritt für ihn und ein sehr großer Schritt, dessen Schritt ich natürlich unterstütze. Das heißt, dass ich mitgehen werde nach Genf. Genf ist in der Schweiz, Genf ist wunderschön, klar. Wunderschön teuer, aber das überleben wir schon noch. Ja, was heißt das jetzt? Also, das heißt für euch, dass letztendlich ich mit ihm in die Schweiz gehe, nach Genf, wir ziehen dorthin. Die Wohnung hier bleibt aber bestehen. Hier ist ja auch einer meiner Firmen befindet sich hier, die andere Firma befindet sich in Leverkusen. Das bleibt alles, das heißt, ich werde, sagen wir mal, roundabout 3 Wochen im Monat in Genf sein. 1 Woche im Monat werde ich hier sein. Das heißt, das bleibt hier alles. Das heißt, deswegen, ich möchte aus Selbstständigkeit her, weil ich, nicht selbstständig, Abhängigkeit her, weil ich nicht abhängig sein möchte, meine Wohnung und all das behalten. Deswegen bleibt das hier. Wie drehen wir dann etc., weil Juri ja immer hier ist und mitdreht. Juri wird dann einmal im Juni, spätestens Juli, nach Genf eingeladen fürs Wochenende, dass er uns dann da alles einrichtet, weil ich habe von Technik und Tut und Blasen überhaupt gar keine Ahnung. Das muss er einmal machen. Juri bleibt weiterhin für mich tätig, weil das, was ich dann selber abdrehe, also ohne ihn alleine, schicke ich per WeTransfer einfach rüber und er schneidet das dann vor Ort. Er hat ja bisher auch mal alles geschnitten und dann hochgeladen, selbst in auf meinem Kanal. Das heißt, da wird es nicht so Probleme geben. Und diese Woche, also diese 1 Woche im Monat, die ich hier bin, mache ich dann wirklich alles mit dem Personal hier ab für die Firmen. Und ja, irgendwie, wenn noch Post oder so hier ankommt etc., weil ich möchte hier wohnen, also gemeldet bleiben erstmal. Ja, das ist der wichtige und große Schritt für den Herrn und heißt auch mit anderen Worten, dass er sich auf YouTube für uns nicht mehr so konzentrieren und nicht mehr so mitmachen kann, denn es ist kein Karnevalsverein mehr. Die zweite Liga Holland war auch jetzt kein Karnevalsverein, aber sagen wir Cheerleader-Verein, ja, so. Und Servette Genf ist halt einfach eine große Hausnummer. Die haben letztes Jahr und das Jahr davor, die spielen Europa League und die spielen, haben auch Champions League gemacht. Und da will der Verein für die nächste Saison ja wieder hin. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass Patrick sich darauf konzentriert, mehr und der Fokus darauf liegt. Und das ein oder andere Video wird er definitiv mal dabei sein, wenn es einfach zeitlich passt, aber einfach nicht mehr so wie jetzt. Deswegen, wir hoffen, das versteht ihr. Und ja, Patricks Werdegang könnt ihr natürlich auf Instagram auch verfolgen. Wir blenden es auch mal ein, sein Insta. Ja, Mann. Ja, du kriegst mal Werbung. Ein bisschen Werbung für mich. Ich warte schon die ganze Zeit drauf seit 3 Jahren, ey. Ich mach Spaß. Ja, du Fuchs. Nein, da könnt ihr das alles verfolgen, weil das schon ganz geil ist, muss ich sagen. Geiler Verein, Riesenverein. Anderes Land, andere Sitten, andere Sprache. Die sprechen dort in dem Kanton, wo das da ist, die sprechen Französisch tatsächlich. Mhm. Also es wird schon funny und ich bin gespannt, wie schnell er Französisch lernt. Er hat ja Holländisch auch nach 1 Jahr fließend schon gesprochen. Er hat Interviews auf Holländisch gegeben. Das heißt, er hat eine Begabung, was Sprachen angeht. Deswegen bin ich gespannt, was... Ja, du hast das so schnell gelernt. Du brauchst wieder Druck auch auf Französisch. Ja, was anderes. Da bin ich gespannt, was er da so macht. Und ja, das wollten wir euch einfach mitteilen. Es ist, wie es ist. Ich wollte das eigentlich ja nicht mehr aus genau dem Grund, einen Fußballer als Freund, weil das halt so mit dem Umziehen immer so ist, weil deswegen kann ich die meisten Frauen verstehen, die mit Fußballern zusammen ist, die nichts wirklich selber machen, außer ein bisschen Modelspiel und Instagram, weil
wenn du dir was aufgebaut hast, so wie ich jetzt hier und Firmen und selbstständig und dann ist es echt schwer für mich in meinem Kopf, das zu vereinbaren, umzuziehen in ein anderes Land, ist auch nicht mehr so einfach. Das kann ich also schon nachvollziehen, dass es viele Frauen einfach da nicht machen können, weil der Mann und der Fußball, wenn man in der ersten Liga sich befindet, geht immer vor. Aber ich habe es mir ja so ausgesucht vor 3,5 Jahren und habe ja auch für ihn darauf hingearbeitet, dass das funktioniert. Und jetzt machen wir das und ziehen wir durch. So ist es. Das ist die Kurzversion der ganzen Story. Und ja, wann geht's für mich letztendlich dann los? Also wir sind ja jetzt, wenn ihr das Video seht, sind wir im Urlaub bis zum 10. Juni. Wir kommen am 11. praktisch wieder zurück. Dann hat er circa 10 Tage Zeit. Ab dem 20. soll er in Genf sein, weil am 21. geht los ins Trainingslager. Da fährt er in die Berge eine Woche. Da bin ich deswegen noch hier. Also ich bin den ganzen Juni noch über hier. Und wenn er wiederkommt, hoffen wir, dass wir da bereits eine Wohnung gefunden haben. Und im Juli werde ich dann sozusagen so langsam Mitte Juli rübergehen, weil er muss ja auch nochmal runterkommen, noch ein paar restliche Sachen mitnehmen und dann werde ich praktisch mitgehen. Ja. Und dann schauen wir, wann der Juli kommt und wann wir das und wie wir das alles dann hin. Wir werden das Ganze vloggen, wenn ihr Bock darauf habt. Ja, den Umzug, nicht du, sondern ich ja mehr, das haben wir eben schon gesagt, dass du nicht mehr so mit dabei bist, aber ich werde das Ganze vloggen, sagen wir das so, weil ich glaube, es ist schon interesting und für mich selbst auch wieder, ne? Aber ich habe ja gerade mal vor 4 Jahren Belgrad und Ungarn hinter mir, jetzt geht die schon wieder los, ne, Freunde der Sonne, also was tue ich mir da an, ne? Was die Liebe nicht alles irgendwie, ja, Heidewitzka. Viele dachten, habe ich im Q&A gesehen, dass ich schwanger bin. Nee, muss ich euch enttäuschen, das bin ich nicht. Deswegen, wir heiraten im Spätsommer, weil das ja sowieso schon lange geplant war. Das heißt, wir haben jetzt nicht so einen zeitlichen Druck, was das angeht, aber wir wollen es dann einfach hinter die Bühne bringen, sonst kriegen wir es nie hin. Dann können wir es auch direkt lassen. Ehrlich, ne? Also wirklich, ehrlich. Hinter uns also, bringen. Hinter uns bringen, genau. Einfach durch. Wir haben schon gesagt, wir sind so ein Pärchen. Wir haben letztens uns privat totgelacht, weil wir gesagt haben so, boah, wir sind so jemand, wie machen wir, ich gesagt habe, komm, lass einfach Termin machen beim Standesamt und dann gucken wir einfach. Aber das meinte ich ernst. Und er auch so, ja, gucken wir. Und dann haben wir uns angeguckt und haben uns totgelacht, weil ich glaube, kein Pärchen ist so wie wir. Wir würden es bringen, wenn wir aufstehen beim Termin und würden sagen, oh, hast du Bock jetzt zu heiraten? Und ich dann so, boah, nee, voll anstrengend, okay, lassen wir. Ja, fertig machen und fertig machen ins Kleid. Genau, so werden wir. Deswegen haben wir gesagt, wenn es nicht möglich wäre, mehrere Termine zu machen, das wäre eigentlich genau unser Ding. Nein, also wir nehmen das Ganze auch nicht so ernst, merkt man. Also ernst in dem Sinne, dass wir das so ver... Das Muss ist. So ein Muss, also genau. Jetzt unbedingt so. Genau. Und ja. Groß werden, das wird sicher nicht. Nee, deswegen. Außer, dass wir auf dem Papier einen Vertrag haben. Na super. Mehr ist es nicht. Und du sparst ein paar Steuern in der Schweiz. Ja, stimmt. Na, ein paar. Das ist auch in Deutschland mehr als auch. So schon. Ja, ja. Deswegen, ich bin so gespannt, was Schweiz soll ja. Ist ja das schönste und neutralste Land und. Ja, Genf und das alles. Ich bin so gespannt. Ich werde so viel vloggen. Ich werde euch auf den Sack gehen damit, Freunde der Sonne. Glaube ich. So, jetzt labere ich euch nicht weiter voll. Ihr habt die News und ja, ich freue mich auf was kommt mit euch zusammen. Ich hoffe, ihr auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder. Bis bald, hoffentlich. Ciao.